Ja, da haben wir wieder was Schönes. Epic. Kann man machen. Nämlich. Ich bin ja so ein kleiner Rocker eigentlich. Ähm, von daher, ganz cool. Nichts Weltbewegendes. Really Ubisoft. Direkt hintereinander. GG. Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, machen wir heute ein kleines äh, Pack-Opening. Zum einen gibt es, wie ihr gerade schon im Bild seht, ähm, die Sunsplash-Collection, ähm, die komplette. Und natürlich ähm, die 50 Alpha-Packs, die ich in der letzten Zeit gesammelt habe. Ihr habt oft genug in den Streams und so weiter nachgefragt, wann ich die endlich mal aufmache. Heute ist es soweit. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt. Direkt, ähm, wir starten mit der Sunsplash Collection, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, open now. Und ähm, dann legen wir mal los hier. Und oh, direkt schon episch. Sehr nice. Oh, Für die Aug von der IQ. Ich persönlich bin ja kein Riesenfan von Lila, muss ich ehrlich sagen. Aber ganz nice. Kann man auf jeden Fall mal machen. Das macht man da gerne auf, sehr schön. In der Sunsplash Collection übrigens ähm, keine Doppelten, ähm, bin ich ganz froh drum, aber auch teuer Geld für bezahlt. Ähm, ja, Headgear für die IQ eigentlich ganz cool, auch wieder mit diesem lila Touch, aber ich glaube, das ähm, passt einfach zur IQ ganz gut. Von daher kann man machen. Next one, werden wir noch ein paar vor uns, machen wir hinne. Schon wieder Legendary, sehr sehr cool. Oh, das finde ich natürlich nice. Ich finde, der sieht einfach. Ich weiß nicht. Dieses Headgear hat was, Leute. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ding für Legion hier findet. Aber ich finde es schon nice. Muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr cool. Nächstes. Ich würde sagen, ich haue jetzt hier mal ein bisschen schneller rein. Wir haben ja gleich noch die 50 normalen Alpha-Packs. Von daher, TikiTief. Ähm Universeller Charm. Gehört aber, glaube ich, zu diesem Paket für Legion mit dazu. Ähm, ganz cool, dieser hawaiianische Tiki-Style. Nice. Schon wieder episch. Sehr, sehr cool. Und was haben wir da für die Dokebi? Erinnert mich so ein bisschen an die äh, quarantäne aus der letzten Season. Naja. Ist okay. Naja. Geht. Ich habe diesen Quarantäneanzug auf Smoke drauf. Den finde ich nice. Aber Dokubi spiele ich eh nicht so oft. Von daher, was haben wir hier? Das letzte lila, eine passende Teil für die IQ. Obwohl das schon ganz cool ist. Mit dem Rest dazu auch in lila. Kommt, glaube ich, gut. Muss man ausrüsten. Könnte, glaube ich, cool kommen. Was haben wir als nächstes? Okay. Na komm, geh auf. Das finde ich cool. Ich bin ja ein Freund von so einem. Schlichten, modernen Understatement-Design. Das finde ich nice. Auch hier zwischendrin am Schaft, gerade mit dieser gemusterten Fläche und so. Ja, hat was. Vor allem auch für ein Witchell nutzbar. Ich bin ja so ein kleiner witchel äh, spieler Kann man machen. Nice. Finde ich gut. Wieder epic. Okay. Und das passende Ding natürlich für den Legion. Sein Hawaii-Hemd. Kann man machen. Den Legion werde ich auf jeden Fall mit diesem Paket spielen. Ähm, definitiv. Habe ich Bock drauf. Was haben wir hier? Ein Flipflop. Alles klar. Der ist dann wahrscheinlich für die Dokubi, huh? oder? Ah, nee, für den. Oder für die IQ. Ja, für die IQ. Klar, muss, ist lila. Logisch. Das ist ja, Leute, da war ich mal ähm, wieder eine Sekunde zu langsam im Kopf. Okay, wir machen weiter. Und da ist das Ding für den Liegen. Das finde ich geil. Ich bin ein Riesenfan von Blau und gerade in der Mischung mit Weiß und Schwarz. Das kommt geil. Das Ding ist cool, auch wenn es sehr viele Blumen und sowas hat hier äh, am Schaft. Aber das Ding kommt cool. Allein die Farbkombination. Das behalten wir. Was haben wir als nächstes? <laughs> okay, sorry. Die sieht aus wie ein dickes Mädchen, das die Taucherbrille von einem Sechsjährigen trägt. Oder? Oder? Also, sorry, nee, Leute, das ist nicht hübsch. Also, nee, komm, nächste. Das wollen wir nicht. Sieht ja völlig dämlich aus. Und die Taucherbrille als, als Charme ist cool. Gerade in diesem, in diesem Metall-Look. Aber, also, das Headgear... Naja. Okay. Kann man mal machen. Gut, und jetzt haben wir ja, wie schon ähm, versprochen, die 50 normalen Alpha-Packs für euch. Ähm, ich würde sagen, da rushen wir jetzt ein bisschen schneller durch. Haben wir ja wahrscheinlich auch wieder viele weiße und graue mit dabei. Ähm, ja, gut. Standard Sporen hatte ich auf der Xbox schon ungefähr äh, achtmal im Duplikat. Von daher, naja nichts Weltbewegendes. Velvet Shell werden wir häufig sehen. Wie diese älteren Seasons, äh, kriegt man hier Headgears und Kram hinterhergeworfen, bis zum Geht nicht mehr. Äh, finde ich ein bisschen nervig. Ähm, Dahlia für den Fuse, das finde ich tatsächlich ganz cool. Zwar auch ein bisschen schnörkelig. Ähm, schnörkelisch, Schnörkelig? Naja, egal. Ähm, aber ich äh, stehe auf diesen, dieses Blau. Mag ich ganz gerne, von daher nehme ich. Ja, Maui äh, sind auch diese Standards, aber für die Ash habe ich schönere Sachen, von daher. Wenn wir das nicht benutzen, next one. Was haben wir da? Das finde ich geil. Besser als äh, Dahlia eben. Äh, Solar wird zwar relativ schnell gesehen im Game, aber naja, schreibt doch mal in die Kommentare Daumen hoch oder Daumen runter. Blau oder gelb für den Fuse. Ähm, wobei ich aktuell tatsächlich zu dem Gelben tendieren würde. Ich spiele eh nicht so häufig Fuse von da. Oh, endlich mal eine schönere Farbe. Gridlock für die Hibana. Das finde ich nice als Hibana Main. Ähm, dieses Design finde ich eh ganz geil. Ähm, Gibt es ja für mehrere Waffen. Und für die Hibana kann man das machen. Ich habe, glaube ich, aktuell das Goldene drauf. Von daher, ja, passt. Nehmen wir gerne. Nochmal was Blaues. Was haben wir da? Gut, ähm, Duplikat hatten wir eh schon. Das nächste bitte. Shock Rock für die Valk. Ja, ganz cool. Kann man machen. Nämlich. Ich bin ja so ein kleiner Rocker eigentlich. Ähm, von daher, ganz cool. Nichts weltbewegendes. Really Ubisoft. Direkt hintereinander. GG. Okay, ja, Duplikat, nächstes. Und wieder weiß. Gut. Molokai, das gibt es auch äh, häufiger mal in den ähm, weißen Alpha-Packs. Naja, haut einem nicht vom Hocker. Ich werde es nicht benutzen. Von daher. Oder zum nächsten. Episch! Das äh, sehen wir gerne. Was haben wir hier? Mac für den Bug. Finde ich ganz geil, vor allem hier mit diesen, diesen Schriftzeichen und so. Äh, sehr Comic-Style irgendwie. Also sehr extreme Komplementärfarben, irgendwie. Dieses, dieses hellblau, gelb, rot, grün. So hat was. Ich glaube, das werde ich sogar spielen. Finde ich cool. Gerne, Leute, ähm, zu allen Skins, die ihr so seht, ähm, wo ich jetzt sage, finde ich cool. Schreibt mal eure Meinung äh, generell mit rein, äh, wie ihr die so findet. Templar. Okay. Für die kompletten Franzosen, äh, inklusive Laien sogar. Ähm, ist ja ein Franzose, aber kommt aus einer anderen äh, Einheit. CBRN und nicht die JGN. Von daher, aber cool, dass es das auch für den gibt. Ähm, ja, wird jetzt nicht mein Lieblingsding werden, aber Hauptsache Skin, ne? <laughs> Was haben wir hier für die deutschen Pistolen? Ähm, ich bin ja ein absoluter Bandit-Main, von daher, ähm, ich glaube, da habe ich auch aktuell das goldene Design drauf. Bin mal über am überlegen, ob ich das tausche. Vielleicht ist mir das Blau zu hell. Ich müsste es mal in Game sehen. Wir probieren es mal aus, Leute. Gehen wir direkt wieder zum nächsten, das geht doch farblich schon wieder in eine schönere Richtung und endlich mal wieder was, was nach Plastik- und Wasserspritzpistole aussieht, finde ich geil, ich stehe auf diese äh, Dinger, genauso wie, ähm, es gibt ja noch so einen anderen Spielpistolen-Skin, spielpistolen, spielpistolen äh, ähm, finde ich geil, finde ich, äh, bin ich ein mega Fan von, ähm, gerade auch noch für die Ash und ähm, den Puls werde ich spielen, definitiv. Finde ich sehr, sehr cool. Und schon wieder weiß oder grau. Gibt es gerade nicht. Ja, gut. Ähm, pink mit Totenköpfchen. Jo, ja. Naja. Das für die IQ ist, auf eine Frau kann man es drauf machen, aber. Naja. Episch. Wollen wir es aufmachen? Wollen wir es nicht aufmachen? Was meint ihr? Ja, wir machen es auf. Bleibt ja sonst nichts. Boah. Endlich mal was Schönes. Ja, das finde ich geil. Mega cooler Skin. Ähm, dieses Gold mit dem schwarzen und braunen Leder. Mega cool für mich als Bandit-Main. Auch noch für die MP7. Bombe. Werde ich definitiv spielen, Leute. Nächstes. Was haben wir? Ja, komm, schon wieder weiß. Nerv mich nicht. Traction. Gut. Für die Kanadier. Ja. Ja. Oh, oh. Das sehen wir gerne, Leute. Das sehen wir gerne. Legendary. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder den letzten Rotz da drin. Nein, ich will ja nichts verschreien. Viking Raider. Leider für die falsche Waffe. Der Skin ist mega geil, aber leider für die falsche Waffe. Ich bin ja generell, ich bin ja auch hier auch so äh, komplett keltisch tätowiert und sowas. Von daher ähm, so Viking äh, vorne am Lauf mit diesen keltischen Knoten dran und so stehe ich mega drauf, hat übertrieben was, aber warum für diese Schrotflinte? Ich spiele diese Schrotflinte nicht. Aber ich habe ihn, Leute. Von daher, ein Geschenk, Gaul, schaut man nicht ins Maul. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Triple Helix, ähm, finde ich cool. Wieder so ein bisschen der grafische Style äh, für die Russen äh, in der Verteidigung. Finde ich cool. Nehmen wir gerne. Und schon wieder episch. Das mögen wir doch. So, was haben wir? Jawbreaker für den Puls. Ja, werde spielen. Ähm, fand ich eigentlich schon immer einen geilen Skin. Ähm, hab den leider auf der Xbox nie bekommen. Ähm, von daher, ja, ganz cool. Hat ein bisschen abstehende Ohren, der gute Puls, ne? Ja, und eine sehr schmale Brille. Aber okay. Er kann ja nichts für sein Aussehen. So, farblich bleiben wir in einer guten Richtung. Äh, Saffron, Saffron? Wie auch immer äh, ja das etwas dunklere Gelb ne für alle Waffen kann man machen ist halt im Spiel sehr auffällig aber lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben oder wie man so schön sagt heute kloppe ich hier die Sprüche raus ne unglaublich das Ding finde ich wieder cool ähm, da ich ja häufig, häufig äh, E-Sledge eh spiele könnte man sich mal überlegen ob ich das Ding hier tatsächlich drauf mache also diesen leichten Comic-Stil hier auch mit diesen Schriftzügen zwischendrin und so ja kann man machen. Da switchen wir wieder schnell drüber. Ja, Molokai hatten wir ja vorhin schon. Einfach nur für die nächste Waffe. Dann lässt ja Velvet Shell wahrscheinlich nicht lang auf sich warten. Leute, wenn man davon spricht, ne, ich hätte es vielleicht nicht sagen sollen, aber diese Velvet Shell-Dinger werden einem hinterher geschmissen. Es gibt sie echt viel zu sehen. Oh. Ja, da haben wir wieder was Schönes. Epic. Black Eyes R4C. It läuft. Würde ich sagen. Ich bin ja prinzipiell eigentlich ein Fan von Black Eyes. Ich finde die ganz geil. Ähm, gibt ja viele, die jetzt sagen: Oh, Black Eyes war nur damals cool. Wer die von damals noch hat, ist äh, saucool. Aber das ist mittlerweile halt jeder spielt. Ich finde sie immer noch geil. Auch wenn sie noch mehr Leute spielen. Und dass Black Eyes mittlerweile für sehr, sehr viele Waffen gibt. Und viele Leute, die in den Skins gezogen haben. In den Packs, sorry. Aber, ey. Und, Witz, zieht euch dieses Design doch mal rein. Das ist geil. Das ist einfach geil. Ja, und dann auch noch für die f 4 c Nehmen wir. Sunburn. Ja, passt jetzt wieder zu diesem sommerlichen Style aus den Sunsplash-Paketen. Naja, ich fand das, was wir eben für ihn gezogen haben, schöner. Diesmal ist die Brille wenigstens breiter. Sieht dann nicht so komisch aus. Also, Style-Tipp an Puls: Nicht so schmale Brillen tragen. Wirkt besser. Kompass, ja, die gefällt mir. Die gefällt mir echt. Passt auch wahrscheinlich äh, zum Outfit von der Valkyrie. Ist ja alles so ein bisschen äh, beige bei den, äh, bei dieser seals einheit zumindest. Ähm. Von daher ja, gefällt mir dieser Look in der äh, alten Karte und so kann man machen. Finde ich jetzt nicht schlecht. Das wird schon wahrscheinlich wieder relativ schnell drüber. Triple Helix hatten wir es nicht eben schon für irgendeine andere Waffe? Ja, für die Verteidiger bei den, bei den Russen hatten wir es doch, ja? Jetzt für den Fuse. Na gut, ähm, gibt es den dritten Skin für euch, ähm, um bei Fuse mitzuvoten? Also, eins, zwei oder drei. Schreibt es so doch mal in die Kommentare, welchen ich nehmen soll. Ganz am Anfang den blauen, dann danach den ähm, zweiten, diesen gelben oder den hier. Würde mich interessieren. Ich mache den drauf, den ihr am meisten votet. Ich spiele ihn eh selten. Ja, ähm, schon wieder Velvet Shell. Was soll man sagen? Velvet Shell. Sehr grafisch. Oh, aber so im Anschnitt sieht es ganz cool aus, ne? Kann man machen, ja, Waves. Äh, das Ding ist halt für die FMG. Das ähm, ist, glaube ich, echt äh, über ein Jahr her, dass ich die FMG mal gespielt habe. Äh, ich spiele halt Dings mit ähm, Schrotflinte und SMG, ne? Werde ich jetzt nicht unbedingt äh, drauf machen. Ja, Springback für die Ash. Wieso nicht? Ich bin kein Freund davon. Dieser geschenkte Elite-Skin, den hat halt wirklich jeder drauf. Da stimmt es tatsächlich. Das finde ich noch extremer als bei den, als das viele ja schon äh, sagen mit den äh, Black-Eyes-Sachen. Ähm, diesen Elite-Skin hat jeder drauf. Von daher ist man mittlerweile mit einer Standard-Ash ja schon wieder was Besonderes. Ähm, und wenn man dann nur noch so ein Springback-Ding oder sowas drauf hat. Nice. Mach mal. Ist halt auch Alarmfarbe mit dem Pink im Gesicht, aber. Okay. Und wer hätte es gedacht? Velvet Shell. Okay. <laughs> Ey, diese Velvet Shell-Dinger werden einem hier echt. Äh, haben die zu viele davon? Wollen die die loswerden oder so? Und Triple Helix, das dritte Mal heute. Diesmal für die Pistolen der kompletten Russen, inklusive Finker. Ja, finde ich geil. Werde ich benutzen. Finde ich gut. Was haben wir hier? Boah. Aries. Ja. Wird nicht meins sein. Das ist ja wirklich. Da leuchtest du ja wie Neonröhre im Dunkeln, ne? Würde mich nicht wundern, wenn die über sowas noch einen Leuchteffekt draufpacken. Also, nee, lassen wir weg. Ähm, genauso wie das hier finde ich zwar optisch ganz geil, aber du wirst halt im Spiel instant gesichtet mit dem Teil. Obwohl ich das hier schon vom, vom Look ziemlich cool finde. Ich bin ein Freund von grafischen Formen, Dreiecken und so. Diese ja Unregelmäßigen Vierecke und sowas hier im Skin. Finde ich nice eigentlich. Aber ist halt für Competitive. Boah. Medic, der sieht geil aus. Muss ich ehrlich sagen, den finde ich cool. Den finde ich wirklich cool. Als Universal sogar werde ich mir auf jeden Fall mal. Ähm, damit dürft ihr raten, auf welchen Operator ich ihn drauf packe. Es wird nicht Doc sein. Oder? Naja, okay. Epic, wir ziehen auf. Und weiter geht's. Den finde ich gut. Den finde ich jetzt schon gut. Der erinnert so ein bisschen an den Dings aus äh, Star Wars. Finde ich geil. Finde ich richtig geil. Den werde ich auf jeden Fall ausrüsten. Finde ich nice. Und wir machen weiter. Wenn das ein Velvet Shell wird, werde ich langsam böse. Sunburn, ein Duplikat, auch nicht wesentlich besser. Okay, der nächste. Was haben wir hier drin? Welder. Ja, wieder für die russischen Verteidiger. Finde ich cool, aber halt wieder so ein sehr auffälliges Ding. Ich bin halt eher ein Freund von diesen schlichteren Sachen. Gerade ein bisschen dunkler, deswegen auch diese Töne und sowas. Bin ein riesen Fan von. Das vierte Mal Triple Helix. Das wird ja langsam wie Velvet Shell. Also, Ubisoft, Velvet Shell und Triple Helix. Habt ihr davon zu viele im Keller rumliegen oder was macht ihr damit? Werft die doch langsam mal weg und gebt den Leuten was Neues, bitte. Und schon wieder. Was haben wir hier? Das Sochi. Den hatte ich tatsächlich ähm, auf der Xbox auch. Ich werde aber den auf Back ausrüsten, den wir eben gezogen haben, Den fand ich nice. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ähm, den fand ich auf jeden Fall ein Stückchen geiler. Von daher weiter geht's. Was haben wir hier? Leute. Triple Helix, schon wieder. Und dann als Duplikat. Ubisoft. Was macht ihr mit mir? Gut, nächste. Invaders. Äh, den habe ich tatsächlich lange auf Bug gespielt. Ähm, von einem Dreivierteljahr oder sowas. Na, naja, so lange kann es noch nicht her sein. So lange gibt es die Packs noch nicht. Ähm, aber auf der Xbox auf jeden Fall. Das ist schon äh, ewig her. Gerade als die Packs draußen waren, habe ich den sehr, sehr früh für den Bug gezogen. Fand ich immer geil. Aber ich werde den von äh, eben drauf machen immer noch. Gefällt mir nur besser. Also, nächste. Traction, Duplikat, nächste. Fackeln wir gar nicht lang. Weiter geht's. Dragonfly. nee da finde ich aber diese, diese alte Karte für die Valkyrie besser. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen mädchen hier mit dem Pink und so. Naja. Keep Calm and Flashbang. Den finde ich cool. <laughs> Den müsste ich eigentlich wahrscheinlich mal auf die Hibana drauf machen. Ibana spiele ich ja eigentlich fast nur mit Flash. Hätte was. Ja, kann man machen. Nehmen wir. Also, wir nehmen eigentlich alle, ne? Immer wenn ich sage, nee, will ich nicht, muss ich die natürlich trotzdem nehmen. Abgeben kann ich sie nicht, Leute. Sonic. Ähm, für die Amis. Naja, Spielzeugpistole gefällt mir besser. Also, weiter. Was haben wir hier? Fandango. Nee, da finde ich aber dieser. Äh, Rocker Skin von vorhin, den wir gezogen haben. Für die Welk eigentlich geiler. Hier sieht halt ein bisschen hübscher aus. Ähm, der andere macht sie halt wieder so ein bisschen. Kennt ihr noch Welk früher als Gremlin? Das waren noch Zeiten. Legendary. Was haben wir? Was haben wir? Grand Inquisitor. Der ist cool. Der ist wirklich cool. Und den werde ich auf dem Rook definitiv spielen, ja finde ich geil, nehme ich und hey geht doch auf schon wieder weiß oder grau was war es keine Ahnung sketchy ja ist wirklich wie so ein Sketch ähm, sehr bunt sehr Neonfarben für die Frost ja warum nicht und Leute ich sehe gerade die Alpha Packs sind alle. Wenn es euch gefallen hat, schreibt doch zu so ein paar Skins mal ähm, eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.